Die Entscheidung über die künftigen SPD-Vorsitzenden fällt in einer Stichwahl. Antreten werden die beiden Kandidatenduos Clara Geiwitz und Olaf Scholz sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Finanzminister Scholz und die Brandenburger Landespolitikerin Geiwitz erhalten in der ersten Runde der Mitgliederbefragung 22,68% der Stimmen. Sie liegen damit knapp in Führung. Auf den ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken entfallen etwas über 21% der Stimmen. Die beiden werden dem linken Parteiflügel zugerechnet. Das ist ein großartiges Ergebnis. Wer sich am demokratischen Wettbewerb stellt, weiß nie vorher, wie es ausgeht. Wenn man dann so gut abschneidet, dann ist das erstmal Erleichterung und Freude, aber auch eine große Motivation für den zweiten Wahlgang. Sechs Kandidatenteams hatten sich auf 23 Regionalkonferenzen den SPD-Mitgliedern gestellt. Ein Novum für die Partei. Von den gut 425 wahlberechtigten SPD-Mitgliedern nahm etwas mehr als die Hälfte an der Befragung teil. Es ist heute ein besonders wichtiger Tag für unsere Partei. Das können Sie sich ausmalen, denn wir haben etwas sehr Neues gewagt. Und Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig und mir und unserem Generalsekretär war sehr, sehr wichtig, dass wir befragen, dass wir beteiligen, dass wir etwas Neues machen, dass wir unseren Genossen und Genossinnen die Gelegenheit geben, tatsächlich selber mitzubestimmen, wer die zukünftige Parteispitze sein wird. Die Stichwahl findet vom 19. bis 29. November statt. Formal gewählt werden die neuen Vorsitzenden auf einem Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember.